Guck mal, wir haben ja nun wirklich genügend Spieler. Ich sage immer an der Stelle, jetzt bitte nicht lachen, das ist rein von, wenn man die einzelnen Spieler sich anguckt, auch die durch die Neuverpflichtung, die wir zu dieser Saison getätigt haben, ob das Ginczek ist, Rimmitsch ist, etc., so einen guten Kader von den einzelnen Spielern mal aneinandergereiht, haben wir zuletzt gehabt, vielleicht in der Saison 07-08. Jetzt bitte nicht sagen, genau, und da seid ihr abgestiegen. Aber habe ich auch, deswegen sage ich es immer, so ein kleiner Joke, aber ist ja leider ernst gewesen damals. Und natürlich ist mein Kollege bei der Trainersuche dann immer auf dem Thema, nicht mit jemandem, ich sag mal, in eine Verhandlung zu treten, der von vornherein sagt, also die Mannschaft ist Müll, da müssen wir neue Spieler kaufen. Das wäre auch ein falscher Weg. Sondern der Trainer, wer es dann auch immer sein wird, bespricht das intensivst und nicht nur mit meinem Kollegen Martin Bader, natürlich auch mit unserem Chefscout und Christian Möckel, also die im sportlichen Bereich auch wirklich Ahnung haben und Verantwortung zeichnen, um dann wirklich auch eine Verpflichtung hinzubekommen, wo der Trainer, der neue Trainer, davon überzeugt ist, dass er mit dem vorhandenen Spielerpotenzial nicht nur den Klassenhalt schafft, sondern unsere Ziele realisiert, nämlich in der Mitte der Tabelle auszulaufen. Aber es gelingt, ist eine andere Sache. Also es wäre fatal zu sagen, wir holen einen Trainer, der von vornherein sagt, mit dieser Mannschaft sind die Ziele definitiv nicht zu erreichen und wir müssen im Winter Investitionen tätigen. Theoretisch kann das ja hier immer noch passieren im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Aber wenn das gleich von vornherein die Message wäre, ich glaube, dann sind wir nicht gut beraten. Aber wie heißt es schön, wenn irgendwas nötig ist, stehen wir im Finanzbereich immer zu Gesprächen bereit.